Hey Sportsfreunde und willkommen zu einem weiteren Spieltag hier in Bruchpeel. Wir spielen heute gegen PSV und so sieht die Startaufstellung aus. Ich im Tor, Richter links, Spini und Tim in der Innenverteidigung. Das ist natürlich nicht rechts X, das ist mein Bruder Manuel. Ich habe mich da nur vertan. X und Jan auf der 6, Axel links, Olli rechts und vorne drin Kevin und Schröd, die diese Saison echt furios vorne drin agieren. Freunde, es gibt jetzt den Anstoß. Das bedeutet, wir sind in der ersten Spielminute dieses Spieltags und wir lassen den Ball gleich mal hinten rumlaufen und spielen das eigentlich sehr clever in den ersten paar Sekunden, doch verlieren recht schnell den Ball. Wir sehen das jetzt hier, Polizei hat den Ball im Ballbesitz, keine Bedrängnis eigentlich. Kevin geht jetzt vorne drauf und dann der Fehler von der Innenverteidigung. Kevin ist auf und davon hier, 1 gegen 1 gegen den Torwart und der Ball ist drin. Hier nicht mal nach einer Minute, Freunde. Aber eigentlich ohne Bedrängnis hier die Aktion von Polizei, dann macht es Kevin wirklich sehr, sehr stark. Geht da hinterher, macht das clever, schiebt ein und ja, Bruch führt 1-0. Jetzt springen wir 4 Minuten später rein, also in der 5. Minute. Da gibt es einen Freistoß, da steht Richter mit seiner linken Klebe und der bringt den Ball wirklich schön rein. Der wird jetzt hier erstmal abgeblockt. Richter geht jetzt wieder hinterher und er kämpft sich die Pille. Und dann kommt folgende Aktion. Er schießt den Ball Richtung zweiter Pfosten und da kann dann ein Spieler vom PSV klären. Aber wir waren gar nicht so richtig bei der Sache, obwohl wir 1-0 führen und haben teilweise echt verschlafen. Jetzt gute Seitenverlagerung hier von PSV. Dann der Schussversuch, der geht natürlich weit daneben. Aber trotzdem, 1 Minute später und ich habe ja eben noch gesagt, wir waren gar nicht im Spiel drin. So viel Platz wieder auf rechts. Der Mittelfeldspieler macht einen Haken, zieht nach innen, schiebt den Ball an mir vorbei. Und da kann ich wirklich gar nichts machen, weil das war die lange Ecke. Und der hatte eigentlich so viel Platz außen. Da kann ich leider nichts machen. Es steht also 1-1 nach 6 Minuten. Der Markus, unser Trainer, regt sich natürlich hier zu Recht auf. 22. Minute. Wieder ein Fehler von Bruch. Und jetzt lassen wir PSV natürlich spielen. Die merken das. Bruch ist noch nicht wach. Und schöner Doppelpass. Das muss man mal lassen. Und dann dieser Außenrissschuss. Und Freunde, da kannst du als Torwart nur noch hingucken und dich aufregen. Was für ein Tor, 22. Minute, wir liegen also zurück. Dann 28. Minute, wir haben gar nicht ins Spiel gefunden, PSV mit dem Freistoß und der geht am Kasten vorbei. Freunde, Bruch brauchte ein wenig Zeit, wie hier in der 32. Aber diese Situation ist bezeichnend für das ganze Spiel. Der Freistoß von Schröte und achtet gleich mal auf die Brucher, die alle samt stehen bleiben. Der Schiedsrichter gibt jetzt hier den Freistoß bereit. Flanke von Schröti. Und da ist nur Axel, der vorgeht. Und sonst kein Mensch. Also, wir springen weiter hier in die Partie. 41 Minuten. In der ersten Halbzeit wenig zu sehen von uns. Kevin holt sich den Ball. Dann langes Ding auf den schnellen Olli auf rechts. Der nimmt sich ein Herz. Schießt den Ball ins lange Eck. Der Torwart ist unten. Und es gibt Eckball. Das war so die erste Möglichkeit. Aus der Ecke wurde nichts. Dann wurde der Ball hinten rausgeklärt. Und dann ging es wieder in die andere Richtung. Kevin kann sich hier durchsetzen. Spielt den Ball auf Jan. Und jetzt seht ihr es nicht. 2-2. Jan schiebt das Ding klasse am Torwart vorbei. Freunde, das war auch schon die letzte Aktion. Jetzt hier ein Freistoß. Den kann ich auch mal festhalten. Und das war's. Also das war die Halbzeit. Wir haben nicht viel nach vorne zustande bekommen. Aber in der zweiten Halbzeit sollte sich einiges ändern. Das zeigt uns jetzt mal hier Kevin mit dem Weltklasse-Auge und dem Ball zu Schröti. Der müsste links ablegen. Da ist Jan. Macht das auf die rechte Seite. Olli kommt da nicht durch. Und ihr seht es, Jan hebt die Hände und fragt sich, warum nicht zu mir auf die linke Seite. Ist natürlich einfacher gesagt als getan in manchen Situationen, Freunde. Aber wir bleiben am Ball. Ecke, Schröti. Da ist Kevin. Dann der Tumult. Dann geht Kevin nochmal hoch und dann pfeift der Schiedsrichter ab. Weswegen weiß auch keiner, aber
mit dem Schiedsrichter gibt es noch einiges zu reden, so wie in dieser Situation. Schröti will sich jetzt hier den Ball schnappen und da ist ein Auswechselspieler vom PSV, der eine Diskussion mit Schröti anfängt. Vorne, wir hören uns jetzt den O-Ton mal so richtig an. Heinz wieder aggressiv hier. Hey, auf die Fresse! An seinem Geburtstag muss er schon mal aufrennen, der Heinz. Schiri, das sind Spieler, ne? Der geht ins Raus auf die Spiele. Hugo! Hugo! Für die Ecke aus! Nee, der darf Schiri ist doch gar nicht. Ist doch egal, warum geht er denn vom Platz? Junge! Ist jetzt ein Klopp? Ja. Ja, Freunde, also es war so, dass dann noch Tumulte mit den Zuschauern waren. Also ich kann das eigentlich gar nicht verstehen. Dann geht nochmal einer vom PSV dazwischen. Muss man anerkennen, hat er gut gemacht. Aber wir bleiben jetzt in der Eckensituation. Schröti führt aus. Da steigt Axel hoch und das Ding, das passt ja mal so richtig. Was für ein Kopfball in der Kreisliga C. Wir sehen es nochmal in der Wiederholung. Was für ein geiles Teil, Freunde. Mehr kann man dazu nicht sagen. Etwas Glück im Spiel, aber danach fragt natürlich keiner mehr. Jetzt wieder eine kuriose Szene. Moritz hält hier fest. Schaut bitte jetzt mal auf den Schiedsrichter, wo er seine Hand hat. Er hat die Hand an der Hosentasche. Das bedeutet rote Karte. Aber wir hören uns das wieder an. Schiri, wofür? Nicht letzter Mann. Kein letzter Mann. Kein letzter Mann. Kein letzter Mann. Also Freunde, es geht jetzt um Folgendes. Der Schiedsrichter gibt kein Rot, weil Axel, unser Kapitän, mit ihm geredet hat. Aber natürlich für PSV, was für eine Situation. Der Schiedsrichter will eigentlich Rot geben, gibt dann Gelb, weil er sich belabern lässt. Ist natürlich scheiße. Also, Freistoß ausgeführt durch PSV, den halte ich fest. Und dann geht es weiter in der 77. Das könnt ihr jetzt hier nicht sehen, weil Markus da stand. Was für eine Rabona-Vorlage von Kevin auf Schröti. Und das pfeift der Schiedsrichter also als Elfmeter. Und ihr habt es gesehen, das war angelegt. Ich zeige euch das jetzt hier nochmal in der Wiederholung. Und wie kann das denn bitte, Freunde, Handspiel sein? Der Dreier dreht sich weg. Das gibt's gar nicht. Aber uns ist es egal. Wir haben Elfmeter. Und dort steht bereit Schröti. Und die Szene ist noch nicht vorbei, denn jetzt kommt ein Spieler, der gleich zum Schiedsrichter sagt, du bist eine Lachnummer. Oder irgendwie so ist das. Und dann reagiert der Schiedsrichter, wie ein Schiedsrichter eben in solchen Situationen reagieren muss. Es gibt wegen Schiedsrichterbeleidigung die rote Karte. Ja, das bedeutet Tschüss und auf Wiedersehen. Ja, ist natürlich, also recht hat er ja irgendwie, aber sowas sagt man eben nicht. Also, Schröti auf dem Weg zum vierten, 4:2 für Burg, 77. Minute. Jawohl, Cheesy in die Mitte, aber egal. Wieder Schröti, 90. zieht nach innen, spielt jetzt hier auf den eingewechselten Stefan, der macht das clever auf Jan. Und Jan noch cleverer, 5:2 nach einem 2:1 Rückstand hier. Mal völlig alles gedreht. 5:2. Also, dann hier nach der 90. Minute. Es gab noch ein wenig Verlängerung, meine Damen und Herren. Und da konnte Peter die alte Bahnschranke auch nochmal einen Ball festhalten. Wie in dieser Szene zum Beispiel. Laufduell gewonnen. Und da geht er runter und hält die Pille. Also, Freunde, das war auch schon der Schlusspunkt in dieser Partie. Auch wenn der Ball jetzt nochmal nach vorne getragen wird, der Schiedsrichter pfeift in wenigen Sekunden ab. Das war's von diesem Spieltag. Bruchspiel gewinnt also völlig verdient. 5:2 nach einer fulminanten zweiten Halbzeit. Und man muss sagen, die Schiedsrichterleistung heute mal wieder nicht so gut. Aber nichtsdestotrotz 5:2 gewonnen. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Peterle. Haut rein und tschaußen.